Hier, da wären wir. Wow! Ein cooles Zimmer, Sprig. Danke. Wie wär's mit einer kleinen Führung? Fangen wir mit dem Wertvollsten an. Oh, ist das süß. Du bastelst echt Puppen? Nein. Das sind meine Actionfiguren aus der großen Schlacht von Borgenschlacht. Oh, entschuldige bitte. Wofür war das? Was? Sag mir nicht, dass du keine Kissen schlagst. Na, warte. Macht Spaß und tut gar nichts. Au! Ups, gefährlicher Ort für General von Morgrund. Hier oben ist er in Sicherheit. Ja, bei so einem großen Helden sollte man nicht... Weiter geht's. Du, Sprig, würdest du lieber geschmolzenen Käse schwitzen oder wie ein Stinktier riechen? Das mit dem geschmolzenen Käse, aber Frösche schwitzen nicht, also nicht mein Ding. Frösche schwitzen nicht? Oh, gemein. Okay, nächste Frage. Sprig? Psst. Sprig. Sprig. Sprig, Sprig, Sprig. Hey, Sprig! Bist du wach? Oh ja, hellwach. Prima. Also, nächste Frage. Oh, Mann, ist das heiß. Das tut gut. Oh, ich erfriere. Der Tag erwacht, ihr Faulpelze. Frühstück ist vorbei. Lasst mich in Ruhe. Du hast noch nie so lange geschlafen, Sprig. Was ist denn los mit dir? Ich bin heute Nacht eingefroren und bin gerade am Auftauen. Was? Du spinnst. Hier drin war die reinste Sauna. Vielleicht braucht das Froschbübchen eine dickere Decke. Oder das Menschenmädchen weniger Decke. Oder vielleicht braucht... Ihr wisst ja, meine Couch wäre noch frei. Nur für den Fall von Ärger im Paradies. Auf keinen Fall. Alles in bester Ordnung. Ja, wir sind die besten Zimmergenossen, seit es überhaupt Zimmergenossen gibt. Sprig gegen den Rest der Welt. Oh, nach dir, liebe Zimmergenossin. Oh, besten Dank, liebster Zimmergenosse. Die werden sich noch die Schädel einschlagen. Das ist zu befürchten. Ist das mein Shirt?